lass dir das Zeug los. Und du lass mich in Ruhe. Oh Gott. Nachladen. Shit. Oh Gott. Erstmal weg hier. Habe ich auch keine Muni mehr? Nein, die will ich nicht. Die hier. Die hat eine Muni. Jetzt kommen wir gleich nochmal den Wurst da raus. Nein, kommt nichts. Medikit muss ich auch gleich wieder rein. Da ist noch einer. Oh oh. Das heißt, dass ich jetzt gar keine Muni mehr habe. Das wäre jetzt sehr ungünstig. Nein, ich habe echt keine Muni mehr. Nur noch für die dicke Bertha. Habe ich hier. Oh, Plasma-Energie, das ist schon mal gut. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Okay, die primäre Astrogationsenergie wurde umgeleitet. Hören Sie, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich glaube, ich sehe Dinge. In meinem Kopf hämmert es noch. Weiß auch nicht. Halten Sie die Augen offen, okay? Ich glaube, der ist auch infiziert. Verschlossen? Jetzt muss ich wieder hoch, nur weil ich jetzt die AA-Energie angeschaltet habe. So. Irgendwas macht da komische Geräusche, also das ist das komische Ding. Auf, ich will hier weg. Ebene 2. Gehen wir mal hier hin und gleich Medikit reinpfeifen. Ach so, ich sehe wieder nichts. So. Ich habe echt keine Muni mehr. Echt nur für die dicke Bertha noch Munition. Eben bin ich nicht so lange gefahren. Warum muss ich jetzt so lang fahren? Das ist doch behindert. Nein, ich muss in Ebene 1. So, ich war da doch nicht fertig. Ebene 1. So, die letzte Ebene. Jetzt kommt's. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Habitatwandler, okay. Oh, mehr Plasma-Energie, jawohl. So, sicherheitshalber wieder. Sicherheit speichern. Ich bin echt ein Schisser. Deswegen mache ich das hier da unten, aber das gehört nun mal dazu. So. Na, reinstürmen. So, da ist nichts, aber. Oh Gott, jetzt ist wieder No Gravity. Na gut, da muss ich nicht lang, Gott sei Dank. Solange da auch keiner reinkommt, ist mir das egal. Da ist nichts, da ist nur eine Werkbank. Oh, da kann ich hier basteln. Ah, cool, wenn die Tür verschließt, ist das Vakuum weg. Was haben wir hier noch? Inserts. Und eine Werkbank. Jetzt tun wir wieder ein bisschen basteln. Was basteln wir jetzt hier? Ich würde das Impulsgewehr noch ein bisschen upgraden und zwar Schaden. Ja. So. Das war's schon wieder mit dem Basteln. Weil ich ja keine Energieknoten mehr habe. Aber ich kann mir jetzt. Ich hab. Ne, Laserkanone kann ich jetzt. Ja. Kann ich noch irgendwas zertreten? Kisten. Ne. Alles massiv. Und jetzt gibt's hier Vakuum. Aber das ist ja nicht so tragisch. Das, oh. Da gehe ich nicht drüber, weil sonst zerhäckselt's mich wieder. So, jetzt muss ich aufpassen. Gut, höre ich gerne. Da ist schon wieder einer.
lass du das Zeug los. Und du lass mich in Ruhe. Oh oh. Stirb! Boah, fressen die, Alter. Haben die es gefressen? Medikit, Stase, Cutter-Energie. Ja, aber Scheißdinger sind down. Besiegen haben sie ja so oder so gemüsst. Was habe ich jetzt mit mir rumgeschleppt? Also nichts, das ist nur das Ding, wo die Tür zugefahren ist. Medikit. Ist auch massiv. Ich brauche kein Medikit. Ja doch, komm, eins haben wir uns rein nochmal. Ich habe so viele Medikits. Und ich glaube, es gibt noch stärkere Panzerungen. Also ich habe noch Platz im Inventar. Also ich hätte auch jetzt einfach in die Dinger reinlocken können. Was ist, wenn ich jetzt drauf trete? Nichts, brech nur der Kopf ab. Okay. Ich muss da durch. Die Tür ist verschlossen. Da ist auch nichts. Was ist das schon wieder? Da knurrt was. Und Knurren ist kein gutes Zeichen. Da läuft was, da ist es. Wo ist er hin? Oh, da ist noch was. Oh, Medikit klein. Stirb! Mach kein Spradel da. Flammenwerfer-Tank. Nachrüsten. 25, okay. Ist nicht gerade die Welt, aber... Ach. Das Steroiden-Abwehrsystem ist online. Juhu! Gut, genug. Oh nein. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Legt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell ziehen. Oh, boah, das wäre geil. Gehen Sie zum Kanonenschacht. Ich hoffe, er kommt jetzt direkt durch. Na, die sind zu intelligent, die Dinger. Dass sie intelligent sind. 4, 2. Ich muss es mit dem aufnehmen, sonst. Und jetzt habe ich keine Mühe mehr. Nee, oh. Boah, das ist verrückt. Und er. Habe ich es aufgesammelt? Habe ich Mühe? Direkt in den Wampen. Ich muss mal echt mehr meine Dinger einsetzen, meine Fähigkeiten. Meine Fähigkeiten verstärkt einsetzen sollte. Um gegen diese Viecher zu kämpfen. Irgendwas klatscht da noch so komisch. Ja, das ist nichts Wichtiges. Jetzt kann ich zurück. Aber aufpassen. Ich habe nur noch 2 Schuss. Und hier habe ich 1 Schuss. Gut, das sind auch noch Tote. Auch alles tot. Ach so, jetzt noch wieder Vakuum. Ich kann mich jetzt auf keinen Kampf mehr einlassen, weil ich habe keine Schussmunition mehr, also die 3 Schuss. Was ich in den Waffen habe. Hier ist er. Puh. Also meine Freunde, da wir jetzt eigentlich schon wieder Zeit haben, und ich gesagt habe, heute ist nur eine kurze Aufnahmesession, würde ich sagen, bevor wir auf die Asteroidenkanone gehen, beenden wir heute wieder diese Session und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.